Schönen guten Tag zurück bei den Spaßtrainern. Moin. Micha. Domme. Was machen wir? Wir würfeln. Wir würfeln. Das hört man bei mir wahrscheinlich gar nicht. Doch, man hört's. Okay. Man hört's sogar sehr gut. Ja, dies ist eine Idee von dem User ForLet'sFail. Und zwar die Tabletop-Version von Pokémon. Mhm. Also als wäre es nicht schon random genug, ne? Als wäre es nicht schon random genug, wir definieren Randomness im Competitive Pokémon Battling neu. Es ist fantastisch. Merkst du eigentlich, wie wir die Extreme abgehen? Ja, es ist. Einmal ist uns das Spiel nicht random genug und wir machen es noch mehr random. Das andere Mal spielen wir komplett ohne Hacks. Es ist großartig, was wir hier tun eigentlich. Oh ja. Ja, natürlich bekommt ForLet'sFail ein Steam-Spiel für diesen Vorschlag, weil er jetzt gemacht wird. Und schickt uns eure Vorschläge. Sage ich jetzt diesmal am Anfang, nicht erst am Ende, weil vielleicht schaltet ihr auch immer. Zuschaut. Ja, genau, weil wir immer so viel labern. Ich erkläre kurz die Regeln, wie das jetzt alles laufen wird. Also, das erste eingesetzte Pokémon wird mit einem W6 bestimmt, also mit seinem sechsseitigen Würfel. Und dann wird angegriffen. Der Angriff wird durch einen W20, einen 20-seitigen Würfel, ausgewählt. Von 1 bis 5 wird der erste Angriff gewählt, von 6 bis 10 der zweite, von 11 bis 15 der dritte und von 15 bis 20 der vierte Angriff. Und bevor man angreift, würfeln wir einen W20 und einen W4. Ursprünglich sollte das ein W20 sein, weil das mit den AP zusammenhängt, aber bei Showdown gibt es halt nur die erhöhten AP und deswegen sind es 24. Ja. Also würfeln wir einen W20 und einen W4, macht zusammen 24. Und wenn die Zahl kleiner oder gleich der Anzahl der verbleibenden AP ist, wird angegriffen. Wenn die Zahl allerdings größer ist, muss gewechselt werden. Das heißt, je öfter man einen Angriff einsetzt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zum Wechseln gezwungen wird. Und darüber hinaus gibt es noch die kritischen Treffer und die Patzer. Ein Patzer ist, wenn man eine 24 würfelt. Das heißt, der Gegner darf entscheiden, auf welches Pokémon man wechselt. Und zwei Einsen, ein Einser-Pasch, wäre ein kritischer Erfolg. Und das würde bedeuten, dass man angreifen darf, womit man möchte, oder wechseln darf, worauf man möchte. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Eine Gut. Kleinigkeit, die ich für uns noch gerne abklären würde. Ja. Wir sagen nur bei der 2 und bei der 24 an, oder? Ansonsten behalten wir die Zahlen für uns. Weil sonst... wohl. Das macht doch keinen Unterschied, oder? Stimmt eigentlich. Macht keinen Unterschied. Es ist ja so oder so random. Ja. Ja, also wir haben höchstens dann einen Unterschied beim Crit oder Crit Fail. Ja, also wir haben tatsächlich Würfel. Wir vertrauen uns gegenseitig. Ich hoffe, ihr vertraut uns auch. Mhm. Und dann legen wir doch los. So, achso, nee, womit ich muss noch erklären, die Figuren. Ach so, ja, stimmt. Guckst du Plüschgranate? Schaust du, hörst du Plüschgranate? Nee, leider nicht. Gut, dann erkläre ich kurz für die Zuschauer, die jetzt schon Zeit zum Raten hatten, wer die Figuren sind. Also, Embor ist natürlich Big M. Die zauberhafte Ork-Dame, die Big Marys leitet. Aha. Braviary ist Maro Buhangin, der falkennasige Elf, auf den die Helden getroffen sind. Entoron ist Dr. No, Pinnys Charakter. Und ich habe tatsächlich einfach Pinny gefragt, welches Pokémon er denkt, seinen Charakter am besten einfängt. Und es ist auf Entoron gefallen. Zoroark ist Gauss. Der Decker von. Warte, die Leute, die einem die Jobs besorgen, sind die Decker, ne? Aha, okay. Glaube ich zumindest. Vermutlich blamier ich mich gerade. Keine Ahnung. Jedenfalls, das ist Gauss, der Elf, der jedes Mal, wenn die Helden ihn treffen, ein anderes Erscheinungsbild angenommen hat. Das und dann passt. war halt meine Entscheidung zwischen Ditto und Gauss. Und Gauss war dann doch zwischen Ditto und Zoroark. Und Zoroark war irgendwie würdevoller. Ja. Ich wollte gerne den Shiny nehmen, weil der noch elfiger aussieht, aber das war nicht erlaubt wegen Event-Gedöns. Ach so. Pikachu ist Derek, weil Derek ist ein Detektiv und ist jetzt auch ein Detektiv. Detective Conan Chu. Danke. Und Panferno Infernape ist mein Charakter, Lasko die Faust. Okay. Ich habe tatsächlich, also auch, hat auch einen Gimmick-Move, einen Easter-Egg-Move, den ich nur drauf gemacht habe, weil er so schön zum Charakter passt. Und er hat natürlich Iron Fist, weil die Faust. Im Prinzip habe ich geschaut, und er brennt, was auch ein Plüsch-Easter-Egg ist. Mhm. Aber okay. Nun gut, wie ist es bei dir? Ja, während du dich eigentlich ausschließlich an der Plüschgranate orientiert hast, habe ich mich ausschließlich am D&D-Universum orientiert. Mhm. Und zwar haben wir da das Panferno, das Infernape,
Das ist der Prinz der Dämonen, der Demogorgon. Mhm. Das ist im Prinzip eigentlich eine Chimäre, aber halt mit zwei Pavianköpfen und generell mit so einem relativ orangenen Design. Mhm. Und von der Form her passt das auch ganz gut, nur hat Panferno keine Tentakelarme und Schlangenschwänze. Aber egal. Ist legitim. Ja. Dann das Sigilyph, das Symbolara, ist ein Beholder, falls ihr das was sagt. Ja, dieses tausendäugige Monster. Ne? Ja, genau. Ja, nee, nicht tausendäugig, aber Beholder sind eigentlich generell so quasi fliegende Augen. Ja, okay. Da war jetzt bei mir die Wahl. Ah ja, die gibt's ja auch bei Minecraft und so. Ja, weiß ich nicht. Ich kenne Minecraft-Monster nicht. Bei mir war dann halt jetzt die Wahl zwischen Swoobat und dem Viech hier und dann habe ich mich aber doch für Sigilyph entschieden. Ist ja auch Unknown nehmen können, Inkognito. Ja, aber Inkognito ist scheiße. Ah, okay, das macht natürlich Sinn, ja. Und es kann keinen anderen Move lernen als Kraftreserve und der hat keine 24 AP. Bam! Okay. Ja, stimmt, also wir haben auch natürlich auch nur Moves, die 24 oder weniger AP haben, weil sonst funktioniert das vorhin erklärte System nicht. Oder weniger? Nein, ich habe nur 24 jetzt. Also ich, in den Regeln stand 20 oder weniger. Ja, aber die Regeln hast du mir gerade erst geschickt. Ich habe extra nochmal nachgefragt, ob nur 24. Naja, jetzt ist egal. Jetzt hattest du halt mehr Attackenauswahl. Ja, aber halt Attacken, die dann auch wahrscheinlicher sind, dass sie daneben gehen. Also, dass du tauschen musst, ja. Genau. Naja, gut. Sorry. Ja, an dem System kann auch gearbeitet werden vor dem Fail, aber soweit ist es schon mal auf einem guten Weg, was echt cooles zu sein, aber ein paar Sachen muss man noch ausmerzen. Mhm, ja, passt schon. Dann das Glurak, das ist Rascal, einer meiner Charaktere, der mittlerweile leider eingestampft ist, weil die Kampagne nicht mehr existiert. Oh, okay. Ist halt seines Zeichens von der Rasse her ein Dragonborn. Also halt, ich verstehe. Quasi eine Hybridrasse aus Drachen und Menschen, die halt vor Urzeiten aus den Drachen hervorgegangen ist, die aber keine Drachen mag, weil Drachen die Dragonborn dissen. Die kommen nicht so gut an. Ja, genau. Dann Hupa ist ein Nykademon. Das ist einfach nur ein mehrarmiger Dämon. Was und das Meinung passt. Gut passte. Das passt sehr gut. Dann das Feraligator, Impagator, ist Rasra. Das ist der Charakter aus meiner aktuellen Kampagne. Das ist ein Echsenmensch. Mhm. Passt, denke ich mal, auch ganz gut. Und durch das Shiny hat der auch ungefähr die Schuppenfarbe, wie mein Charakter hat. Sogar tatsächlich. Und Gardevoir ist meine Noma. Noma ist eine Wizard aus einer alten Kampagne von mir. Ah, okay. Und cool. Deva, falls irgendwer von euch Deva kennt. Ausgezeichnet. Dann beginnen wir. Und ich, ich denke, das hast du auch gemacht. Ich habe auch natürlich auch darauf die Geschlechter geachtet diesmal. Normalerweise mache ich ja immer alles random, aber diesmal ist es halt so, dass es auch passt. Gut, dann legen wir los und bestimmen, wer als erstes aufs Feld geschickt wird mit dem W6. Und ich habe eine 2 gewürfelt, also... Ich habe eine 4 gewürfelt. Geht Maro Buhangin ins Feld. Ich soll jetzt die Slots aussuchen? Was für Slots? Das choose a Pokémon for Slot 2. Ja, weil du Zoroark hast. Ah, das musst du machen wegen Zoroark. Okay. Natürlich, das macht Sinn. Ja, weil okay, das wichtig werden kann. Und jetzt den W20. Warte, ich muss die Regel noch mal kurz aufmachen. Die habe ich wieder verklickt. Ja, ach nee, weil immer wenn ich einen Angriff auswähle, dann geht das Notfallfenster mit den Regeln weg. Aber okay. W20, ich habe eine 9, also ich der zweite Angriff. Ich habe 14, also der dritte. Mhm. Und ihr könnt jetzt bei mir zumindest sehen, dass ich nicht bescheiße und die Sachen auch richtig aufpoppen. Boah, Alter. Mhm. So. Ach nee, Mist, jetzt haben wir haben verkackt. Ja, wir haben nicht gecheckt, ob das Ding. Wir haben den zweiten, okay, aber wir haben wenigstens beide verkackt. Ja, ich wenigstens kann nochmal gerade nachwürfeln, ob es ein Crit-Fail oder ein Crit gewesen wäre, aber wird es wahrscheinlich nicht. Nö. Nee, 3 und 11. Okay, also das war legitim. Und das mit den Unter-AP bleiben ist bei mir sowieso im ersten Zug, ne? Ja, eben, ja, aber der Patzer wäre halt möglich gewesen. Ja. Und der Crit auch. Ja. Also werfen jetzt nochmal den W20 für den Angriff. Mhm. Und ich habe eine 12. Das ist der 8. Dritte Angriff. Und jetzt nochmal checken. Oh, das ist nicht gut. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich bei mir witzlos, weil bei mir alle Angriffe 24 haben. Ja, dein erster Angriff ist halt sicher jetzt, ne? Aber ich habe eine 13, also ist alles gut. Gut. Also der dritte Angriff.
Oh, du Penner! Oh, ich könnte dich gerade schlagen dafür. Ja, aber dafür hat Roos halt auch 16 AP und ja, ich habe mich halt auch so ein bisschen jetzt drauf eingelassen, ja, hey, cool, die ganzen 16er und die ganzen Boost-Moves und so kannst du ja gar nicht haben. Haha, Pustekuchen. Aber ich glaube, Roos ist auch das Einzige. Nein, vielleicht ist Dragon noch irgendwo Dance, Swords Dance. Nee, ich meine, was also, ich jetzt habe. Ja, klar, aber mir waren so viele Sachen ins Auge gefallen, die halt alle leider keine 24 hatten. Das riecht nach einem Rematch. Ja, schauen wir mal. Keine Ahnung. So, eine 2. Eine 3, das ist der erste Move. Das ist bei mir auch der erste Move. Und der hat auch wieder 16, scheiße. Und 7 und 4, das ist gut. Ich bin mit einer 23 safe. Mit einer 13, sorry. Oh, warum ist er auf einmal schneller? Gut. Sind wir etwas Speed-tight? Scheinbar. Aha. Ist es überhaupt, ich kann jetzt deinen Speed nicht mehr sehen. Ganz offensichtlich. Ich habe 196. Ja, ich auch. Ja, okay. Gut, jetzt muss ich... Da waren wir Speed halt. Jetzt muss ich W6'en. Das ist natürlich gemein, dass du dann in der zweiten Runde den Roost gekriegt hast, noch mit Speed halt vor mir. Ja, natürlich. Ja. Dann wäre es anders ausgegangen. Wir machen was mit dem W6, wenn es weniger wird. Wenn ein Viech ausgewählt werden sollte, was nicht mehr da ist, dann einfach nochmal würfeln. Oder so, ja, stimmt, macht Sinn, ja. Ich habe jetzt eine 2, das heißt, jetzt kommt der Beholder. Der Beholder, okay. Und ich würfle eine 5. Eine 19. 5 ist noch der erste Move, ne? 5 ist der erste Move, ja. Ich habe eine 19, der hat 24, das ist gut. Jetzt gucken wir noch, ob es ein Patzer ist oder ein... Ja, bei mir ist eine 10, damit bin ich safe. 19 und 3, ganz knapp. 22. Und dir wird das nicht... Ah nee, du bist wahrscheinlich schneller als ich. Ja, kacke. Weißt du, was jetzt gekommen wäre? Was denn? Shadowclaw. Ja, so Rock Slide wäre genauso scheiße gewesen. Das stimmt allerdings. Gut, dann würfel ich mal, wer als nächstes ins Feld kommt. Und eine 2, dann kommt jetzt Big M. Hi, Big M. Mhm. So, Move Nummer 4 mit einer 19. Bei mir gibt es Nummer 11, das ist Move Nummer 3. Der hat 16. Und ich habe eine 22, eine 21. 17 und 1, alles gut. Ich hoffe tatsächlich, dass jetzt die Würfel nicht zu laut auf der Spur sind, aber... Das geht. Ich denke mal, das wird okay sein. Hä? Hattest du nicht gerade gesagt, das ist ein 16er Move? Ach, fuck! Cancel. Fuck, ich muss wechseln! Scheiße! Ne? Und da gut, dass ich es nochmal sage. Boah, gut, dass du aufpasst. Ah. Dann... Genau, aber es war kein Dings, also muss ich jetzt wechseln. Und jetzt muss ich wieder den W6er benutzen. Ja. Und zwar ist es eine 6. Und dann kommt jetzt Dr. No. Nein. Mhm. War eine Scheißidee eigentlich mit dem 16er-Move. Ich dachte ja, okay, nimmst du das. Ja, aber das macht es eigentlich interessanter. Das stimmt natürlich. Ich ärgere mich ein bisschen. Es ist natürlich dieses Risk-Reward-Ding jetzt. So, So, eine 3, das ist Move Nummer 1. Eine 15, das ist Move Nummer 3. Und eine 13, damit bin ich safe. Und das war wieder 16 AP. 1 und 16, ficken. Okay, muss nochmal wechseln. Größer gleich war Wechsel. Ich hab's grad nicht. Ne, 1 und 16, also habe ich 17. Achso, 1 und 16, okay. Ja. Und dann kommt jetzt ins Feld Nummer 1, muss ich nochmal würfeln. Nummer 6. Mensch. Zu Big M. Hallo, hey. Big M. Och, Mann. Das ist scheiße. Okay. Nummer 3. Das ist Move Nummer 1 und das ist total zum Kotzen. Ich hab mit Nummer 17 wieder den Move Nummer 4 und kein Crit Fail und kein Crit. Ja, meins geht durch, aber jetzt siehst du, was kommt. Wahrscheinlich Earthquake oder so ein Scheiß. Ja. Sehr gut. Ah, zum Kotzen. So, ich habe eine 10, das ist Move Nummer 2. Ich habe eine 16, das ist Move Nummer 3, wieder 16 AP. Mit der 13 bin ich auch safe. 4 und 1, ja immerhin, hoffentlich jetzt Schaden. Mhm. Na los, Schaden. Oh. Boah. Das hat sogar Schaden gemacht, das ist gut. Das ist gut. 15, das ist Move Nummer 3. 7, das ist Move Nummer 2, das ist der schlechteste Move, der hätte kommen können. Oh,
Shit! 24 war Crit-Fail, ne? Ja. Ja, dann habe ich einen Crit-Fail gerade. Dann darf ich jetzt aussuchen, worauf du wechseln musst? Ja. Dann bitte ich dich zu wechseln auf Impergator. Und ja, ich muss noch meinen auswählen. 10 und 4, alles ist gut. Let's go. Weil okay. Der Brickbreak wäre gegen deinen Zygelyph nicht so gut gewesen. Ja, das stimmt. Achso. Aber das war natürlich jetzt blöd. Ich hätte auf Panferno gehen sollen. Wegen Typ und so. Ja. Ja, ich meine, ich muss jetzt so weit wie möglich das Risiko ein. So, eine 19, das ist Move Nummer 4. Ich habe eine 4, das ist Move Nummer 1. Boah, und eine 11. Ich muss wechseln. Ich habe eine 18 mit okay. 15 AP. 1, muss nochmal würfeln. 3, dann kommt die Faust. Hier kommt Hallo, Faust. Die Faust. Hier kommt die Faust. Hier kommt die Faust. So, 13, das ist Move eine hohe Zahl. 3. Eine 16, das ist Move Nummer 4. Das ist gut. Der hat 24 AP. Und mit einer 19 bin ich da safe. Und eine 13, ich bin safe und schluck das! Ja, wow, Crit auch noch. Ja, wäre wahrscheinlich nötig gewesen, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Mit Iron Fist. Noch. Ja. Und Nummer 5, das ist der Beholder. Da ist er wieder. Da komm, das kriegen wir nochmal hin. Und ich habe schon wieder Erdbeben drauf. Kacke. 4, das ist Move 10, Nummer 1. Oh, ich hoffe, das trifft jetzt, weil. Das ist jetzt der Move, der für die Fans drin ist. Ich hätte was Gutes nehmen können. Wie war das bei gleicher Zahl mit AP? Ich habe jetzt gleich 23. Ist, gleich ist noch okay. Kleiner gleich ist ja. Angriff gelingt. Okay. Nur 24 ist Dings. So, und ich hoffe, der Angriff geht jetzt gut, weil jetzt kommt der Easter Egg-Angriff. Ich hätte was Gutes nehmen können. Mhm. Aber ich habe den Move nur reingenommen für die Fans, für meine Figur. Und ich hoffe, er trifft. Das ist eine 2 und eine 4, das ist super. Und hier kommt, bitte, der Blaze Kick! Ach, da war der Crit, ist aber bestimmt nötig. Das kann sein, das weiß ich nicht. Ach so, ein Scheiß. Ist mit Line das ist schon auf, dein zweiter Crit jetzt, dein zweiter wichtiger. Also, nee, nicht wichtiger, aber dein zweiter. Aber mein erster Nummer 2, das ist schon weg. Ja. Und, Nummer 4, das ist der Demogorgon. Hi. Und der Grund, warum der Move drauf war, ist, weil meine Figur in der zweiten Staffel mal einen Hund getreten hat. Wow. Und das seitdem halt so ein Ding ist, was immer wieder vorkommt. So, machen wir weiter. So, ich hätte hier eine 9. 11, das ist Move Nummer 3. Ich habe eine 9, das ist Move Nummer 2 und der hat 24. Und kein Patzer. Okay, das ist gut, ich habe keinen Patzer. Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Das hat wehgetan. Ja, das glaube ich dir. Gut, dann geht es weiter mit 2 muss ich nochmal würfeln. 5. Let's go, Dr. No. Hallo, nicht Dr. No. Verdammt. Ich dachte, ich könnte dich reinlegen. Nein. Ich zähle mit. Die Mann. Nummern. Schweinebärnase. So, 17. Das ist Move Nummer 4. 14. Das ist der schlechteste Move, der hätte sozusagen kommen können. Und das ist eine 5. Damit bin ich safe. Oha, verdammt, ich habe den V4 fallen lassen. Nein, wie kannst du nur? Runtergefallene Würfel müssen übrigens nochmal weggeworfen werden. Ja, das dachte ich mir. Oh, ich hoffe, es ist eine 1, dann habe ich einen Crit. Wow, ich habe einen kritischen Crit-Shit. Was heißt das? Das heißt, ich darf machen, was ich möchte, ne? Also ja. Ich darf angreifen, womit ich möchte. Ja. Oder wechseln, auf was ich möchte. Ja. Wenn du jetzt natürlich wüsstest, was ich mache, ne? Ja, natürlich. Oh, das ist... Ich wechsle. Warum crittest du auch einfach? Weil das ist. Hast du mir die letzten 62 Folgen angeguckt? Ja, wir brauchen okay, wieso frage ich? Wir brauchen irgendwann echt mal die Statistik. Ja. Die Hex-Statistik. Wir brauchen irgendwen, der sich darum kümmert. Freiwillige vor. Jan ist ja normalerweise derjenige, der Mann der großen Zahlen, der bei unserem Mensch ärgere dich nicht Match
hat er tatsächlich die ganzen Würfelungen ausgerechnet und gesagt, gezeigt, wer am meisten Glück und am meisten Pech hatte. Okay. Ich warte noch auf deinen Move. Nein, ich warte auf deinen Move. Dann muss ich nochmal machen. Okay, nach kurzen technischen Problemen sind wir wieder da. Kurz? Hat kurz. Ja, gesagt. Also 3-4 Minuten haben wir jetzt festgehangen, weil Showdown sich einfach aufgehangen hat. Aber alles geht weiter. Ja, ich habe zu Big M gewechselt, weil ich einen Crit hatte. Ja, kam jetzt mein Angriff schon durch? Ja, ja, deswegen habe ich nur 5% okay, statt. Was auch immer. Wäre natürlich schön gewesen, wenn du es eben nicht gecritet hättest. Sorry. Sondern mit Dings drin geblieben wärst. Gut. Das ist natürlich die Frage, dadurch, dass ich jetzt im Browser bin, habe ich ein anderes Design. Jetzt habe ich die Pokémon in 2 Spalten mit jeweils 3 Zeilen. Wo ist dann jetzt 1, 2, 3? Nee, ich zähle von das oben links nach unten rechts? Ja, ich zähle das einfach so durch wie im Spiel dann. Ja, genau. Gut, dann. Ich muss aufpassen, wie ich würfel. 11, das ist Angriff Nummer 2. 10, das ist. Nee, 11 ist Angriff 3 bei dir. 11 ist Angriff 3, ja. Sorry. Und warte, das sind. Nummer 2. Das und sind. Ich habe eine 15, damit bin ich nicht kritisch. Ich muss wechseln. Ich habe eine 17. Joa. Und jetzt kommt 4. Jetzt kommt Derek. Hi. Detective Derek. Puh, sheesh. Oh, jetzt bist du natürlich. Kack, Ding ist zu schnell. So, okay, Nummer wenigstens 12, das ist Angriff Nummer 3. Wenigstens hat Detective Derek nur. Und eine 9, das ist auch safe. 8, das ist Angriff 2. Ich kriege aber auch immer nur die beschissensten Angriffe. Und 11, das ist safe, aber jetzt, ja. Gnarf! Dein Demogorgon wird mir Probleme bereiten. Ja, der Demogorgon ist auch eins der. Ich glaube, das ist das höchstlevelige Monster in D&D 4. 5. Aus Monsters Manual zumindest. 3. Jetzt kommt wieder nicht Dr. No. Ja. So, Nummer 7. Also Angriff 2. Nummer 7, Angriff 2. Das ist eine 5. Und. Und ich hoffe, jetzt kommt kein 3 und 17, das ist 20, das ist okay. Ja, haha, resisted, wer hätte es gedacht? Oha, it was me all along! Ja, und die HP. Och, und dann ist... Ja, Hidden Power Fighting, weil ich nicht Focus Blast draufpacken wollte. Ja. Okay, come on. 2, das ist Move Nummer 1. 6, das ist nochmal die Hidden Power. Und jetzt hoffe ich, dass keine 24 kommt. 1 und 2. Ist aber auch. Fast wieder der Crit. Ja. Och, du Schweinebärnase, aber immerhin ja, kommt jetzt die. Life Orb. Immerhin kommt jetzt der Life Orb, eben. So. Wenigstens das, aber es sieht für mich nicht mehr so gut aus. Ach. 1 habe ich nicht mehr. 5. 4 habe ich auch nicht mehr. 6. 4 habe ich nicht mehr. Dann kommt jetzt. 4 habe ich nicht mehr. 6. Also, wenn wir. Es wäre ziemlich albern, wenn wir für das letzte auch noch würfeln. Wieso? So, danke, dass du nochmal das Wetter weggemacht hast. Ja, gerne, gerne. So, ist mir eine Freude. Es geht weiter mit Nummer 15, das 12 ist Move 3. Ist Move Nummer 3. Und der hat 16 AP. 12, das passt. Also, und 16, also ist das noch drin. Komm, freeze, freeze! Vergiss es. Ah. Komm, du hast es doch verdient. Ja. So, 6, das ist Move Nummer 2. Und der hat 24. 15. Aha, let's go. Und eine let's fetz, sprach der Frosch. Und sprang in den Salatmixer. Genau. Yay, ja, jetzt kriegst du natürlich Burn. Den Burn noch. Ach. Ja, ich habe keine Chance mehr. Ich hab Big M mit 5%. Mit 5%. Also mit Glück kriege ich doch deine Noma weg. Wie? Aber sonst wird das nix. Ach, hey, du bist ja schneller, ne? Ja. Ich darf dann halt nicht. Jetzt nur nicht Crit failen. Ja, ich habe 3, das ist Angriff Nummer 1. Und das ist eine 4, das ist nicht gecrit failed. Ja, okay, ich würfel noch aus. 6, das ist safe. Schade! Der necessary Crit. Ja. Kacke, jetzt ist mein Rascal gar nicht rausgekommen. Oh. Es wäre ein Mega-Glurak gewesen. Ja, natürlich wäre es das gedacht. Das wäre auch albern, wenn es. Es wäre ein X gewesen.
Oh, das ist echt schade. Ja. Mag nur X, Y mag ich nicht. Lustigerweise hatten alle meine Viecher dadurch, dass ich halt nur 24er Moves genommen habe, auch nur Offensivattacken. Entsprechend hatten auch zwei eine Assault Vest. Ich weiß gerade nur nicht mehr welche. Bei mir hatten auch zwei eine Assault Vest. Zwei hatten Assault Vest, eins hatte Life Orb, Pikachu hat natürlich Light Ball. Ja, gut. Und hat die mir auch viel gebracht. Dann, nee, oder vielleicht hatten auch zwei Life Orb und zwei dann und eins dann noch Leftovers. Aber ja, das war cool. Irgendwie das schon, war aber auch echt irgendwie komisch. Ja, aber so ist das halt. Genau so ist Pen Paper. Irgendwie sehr cool, ja. Aber irgendwie auch sehr komisch. Ja. Gut. Ja, das hat Spaß gemacht. Danke für Let's Fail für diesen Vorschlag. Wie gesagt, schickt uns eure Vorschläge. Es gibt immer noch Steam Keys für zum Gewinnen zum Tun. Ja. Einen ganzen Haufen. Tatsächlich auch gute Spiele. Wir wollen nicht unseren Müll loswerden. Nicht? Sondern größtenteils sind das echt gute Spiele. Das sage ich als jemand, der den ganzen Tag Indie-Spiele spielt, ja, wenn er mal Zeit hat. Ja. Ich weiß immer noch wieder nicht, wie viel es steht, aber ich glaube, du bist nicht. Noch drei im Rückstand. Irgendwie sowas um den Dreh. Ich glaube drei. Vielleicht vier, aber ich glaube eher drei. Ich glaube, vier hatten wir das letzte Mal aufgehört. Schon. Ja, kann sein. Aber letztes Mal wusste ich es ja auch nicht. Ja. Und ich habe schon wieder vergessen, wie es beim Schneiden dann war. Aber ihr seht es ja jetzt. Nächstes Mal weiß ich gar nicht, ob es schon Zeit für das Hex-Rematch ist oder ob das ein andermal war. Nee, das aber das findet ihr dann raus. Und dann viel Spaß, bleibt noch kurz dran und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Hey ho, Kiddies. Ich hoffe, euch hat das irgendwie Spaß gemacht, wie wir Pokémon gespielt haben. Ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr verpisst euch einfach oder ihr seid coole Kids und gibt uns ein Abonnement, falls ihr das nicht schon getan habt, indem ihr da oben klickt. Oder ihr schaut euch vielleicht Victory Road Versus an, wo die drei anderen Nasen dieses Kanals und ich Videospiele gegen die Zeit und gegeneinander spielen. Oder ihr schaut euch den Sonderbonbon-Podcast an, wo wir über verschiedene Spielereien und Spielethemen reden und unfassbar witzig sind und der Hammer. Die letzte Möglichkeit, die ihr habt, wenn ihr uns unterstützen wollt und mehr von unserem Kram sehen wollt und zu viel Geld habt, das ihr entbehren möchtet, um uns zu unterstützen, dann geht doch auf Patreon und lasst uns ein paar Cent da und wir freuen uns riesig darüber. Danke!